Ja, Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit der wunderbaren Mac unterwegs und wir haben einen Randomizer-Setup mit dabei. Verzerren, Hintergrund, Spieler, Observierung und Schattenschritt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein, Leute. Euch erwartet eine Premium-Runde. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Let's go! Okay. Zwei sind da hinten, eins da. Ich gehe erstmal ins Kino rein. Ich komme, glaube ich, eh nicht an so einen Lachs da hinten. Okay. Da haben wir scheinbar wieder den Schrei. Hier oben kann man halt. Oh, Leute, im Kino hier oben kann jemand so ein Ding hierher bringen? Da können wir schön die Punkte snacken. Let's go. Soll das jetzt ein geheimer Vorwurf sein? Ich hab gesagt, macht mir der Info, was ihr wollt. Das Schweinchen. Nice. Das ist cool. Hättest du Bock mal wieder zu flippern jetzt? Oh ja. Dass du überhaupt weißt, was Flippern ist. Das wäre auch so. Das wäre auch nochmal so. So ein Live-Goal, den Platz für so einen Flipper zu haben. Am liebsten. Da werden mich wahrscheinlich alle Flipper-Liebhaber für hassen. Aber am liebsten hätte ich einfach so einen digitalen. Weil dann kannst du so viele Tische auch spielen. An einem. Das wäre halt so cool. Aber ja. Nicht nur den Platz haben, auch das Geld übrigens. Die Dinger. Ihr seid 18, keine 5. Ja, aber come on. Flippern ist ja schon seit meiner Jugend gefühlt. Also, als ich jugendlich war, gab es schon keine Flipper mehr in den meisten Kneipen. Aktuell, wenn du flippern willst, ist ja meistens eher so beim Bowling oder sowas oder in so einer Spielhalle. Aber wie viele Spielenhallen in der Form gibt es in Deutschland? Auch nicht viele. Muss man überlegen. Früher gab es in jeder Kneipe mindestens einen Flipper-Automaten. Achso, ich kann dich auch schon heilen. Hintergrundspieler, wo, wo? Ah, Mist, ich sehe gerade nichts. Verdammt, wieso habe ich überhaupt geschrien wieder? Mann. Ich hätte jetzt hier helfen können. Naja. Kostet locker 9.000 und die. Ja. Wie gesagt, das wäre so. Das wäre so ein Ding, ey. Das würde ich schon extrem feiern. Aber ja, aktuell hätte ich ja überhaupt gar keinen Platz für so ein Ding. Wo soll ich mir das Teil hinstellen, Alter? Die sind größer, als man denkt. Und auch lauter, als man denkt. Dein Dad ist in seiner Jugend hängen geblieben und nimmt dich immer mit auf so Retro-Messen. Okay, das ist auch geil. Nervenkitzel der Jagd, Leute. Fluch, Totem ist da. Hier ist noch die Palette. Okay, haben wir eine neue? Ich bin so weit weg, Alter. Okay, nice. Da kommt keine Falle drauf. Schafft Jackelson das, Leute? Sieht nicht so aus. Jackelson Rap. Ach, schon eine miese Kombi. Hintergrundspieler. Das Totem ist nicht mehr aktiv. Das ist dann die Geschichte, wo man so aufschreit random, ne?
Lustiges Bild. Finde ich cool. Der hat extra Sachen mit, wo man halt aufschreit die ganze Zeit. Damit man seine blöden Fallen nicht fertig kriegt. Cool gemacht. Mach ein bisschen was Kreatives, Leute. Rezo, moin, ne? Herzlich willkommen im Streamerone. Oh, nächste Person ist schon wieder down. Dann rennen wir wohl nochmal wieder rüber. Wir gehen helfen. Runter mit dir, Marie. Imagine Laura wäre quasi dann die Lehrerin von Lara. Das wäre so wild, Alter. Von mir. Aufpasse, Freunde. Bei Marie jetzt. Einmal noch Hintergrundspieler bespielen wäre halt cool, ne? Vorne läuft Marie. Ich will jetzt auch nicht da im Weg rumstehen, da sind ja noch... Oh shit, ich wollte gerade sagen, da sind ja noch genug Paletten. Nice! Marie stirbt heute nicht, Freunde. Also nicht jetzt, zumindest. Geil, Alter. Das war nice. Oh, scheiße, Marie. Marie, sag ich schon. Tippeltor steht hier leider, ne? Das ist jetzt ärgerlich. Geht auch hinter Tippeltor her, ja. Die Marie heilt sich, okay. Okay, okay, nice, nice, nice. Leute, das ist hier noch. Er ist hier noch drin, da, den Gen zu machen. Hintergrundspieler ist aktiv. Habt ihr mich gesehen? Oh Gott. Noch gar nicht ready. Die hat mich verarscht. Zeig mich hier mal. Checkpalette. Noch da. Ne, ist nicht mehr. Doch, ist noch da. Yeet. Machen wir das nochmal. Kein Problem. Für die Hausaufgabe. Okay. Kommt sie schon wieder? Ja, da ist sie ja schon wieder. Was macht sie hier?
Der hat halt hier natürlich den erhöhten Range-Faktor auf ihrer Seite. Schwer zu. Was will sie denn von mir? Wie wild. Ich finde ihr Setup aber eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ist halt mal was anderes. Ist halt, es ist schon mies, muss man sagen. Aber es ist auch mal was anderes. Amanda. Und sie ist wieder weg. Oh Scheiße, da hinten ist jemand umgekippt. Achso, Tibble. Okay. Ich erinnere mich, Tibbletoe hatte immer Dingens dabei. Also alles easy. Die steht wieder auf da hinten, die Michaela. Hat aber auch wirklich Bock, ne? Nee! Not today, kleines Schweinchen. Jetzt! Nö! Auch nicht jetzt. Okay, Leute, ich ziehe jetzt Shack-Palette. Vielleicht auch nicht. Oh, Double Pallet. Sie trifft nicht, oh mein Gott. Oh, schade. Hallo Luisa, moin moin. 70 Monate, ey, richtig heftig. Dankeschön und herzlich willkommen an dich. Moin moin. Was geht, was geht? Was eine lustige Runde aber bisher. Ich bin gespannt, kennen wir ihre dritte Fähigkeit? Nee, oder? Ich bin so gespannt, was ihre dritte Fähigkeit ist. Oh, Marie mit, wir schaffen das. Aber sie hat gelogen, wir schaffen das gar nicht. Marie wird auch gejagt, shit. Wo ist denn das letzte Generateurlein, was noch offen ist? Wahrscheinlich da ganz hinten. Oder Tibbletoe ist jetzt an einem dran. Könnte natürlich, Marie geht jetzt down. Das komme ich auch nicht mehr hin, ne? Auch nicht mit, ne. Ich versuche einfach jetzt zu delivern. Indem ich hier das Ding reinprügel. Oh nein! Okay. Schade, ich dachte, wir ziehen durch. Schade. Ich hatte die Hoffnung. Wie wär's, wenn wir uns einmal heilen? Wenn wir einmal resetten. Ah, Tibbletoe wird gejagt. Leider nicht gesehen, wo. Wird auch aufgesammelt. Boah, was eine wilde Runde. Aber die hat wirklich Laune gemacht, muss ich sagen. Es war eine coole Runde. Ich meine, sie ist noch nicht vorbei. Nein, da war die Luke. Ärgerlich. Woo! Ja, jetzt bin ich down. Jo, schade, ich dachte, ich kann es sogar schaffen. Oh. Aber war cool, war cool. Schweinchen sieht man auch so selten, Leute. Die Addons bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich, dass wir länger brauchen. Und vielleicht, dass die Zeit runtergeht oder so. Ich hatte halt gar keine
gar keine Bärenfalle auf den Kopf bekommen, deswegen weiß ich es gar nicht. Aber sie wird irgendwas Starkes dabei gehabt haben. Weil sie hat ja auch Dingens gedroppt. Sie hat ja auch das, die schwarze Abwehr gedroppt. Keine Blutpunkte gegönnt, ey. GG, lustige Runde. Hat Laune gemacht. Okay, ihre vierte Fähigkeit wird mich nochmal interessieren. GG. So, okay, im Angesicht der Dunkelheit wussten wir, ultimative Waffe wussten wir, Nervenkitzel der Jagd wussten wir. Ach, wir wussten ja alles. Ich habe Nervenkitzel der Jagd, habe ich irgendwie gedanklich gar nicht mehr drauf gehabt. Stimmt, Nervenkitzel der Jagd war ja dabei. Das hier wussten wir, weil das Totem einmal gebrannt hat und dann weg war. Weil ich am Totem war, wusste ich das. Weil sie immer in den Schrank gegangen ist, wussten wir das. Und Tana wussten wir auch. Wir wussten alle vier. So, dann hatte sie einmal hier verlängert die Zeit, die wir brauchen zum Durchsuchen, genau. Und nochmal verlängert die Zeit. Ja, und dann ist sie immer rumgerannt, damit man schreit, dann wird das unterbrochen. Das ist schon mies. Ist ja auch jemand an der Falle gestorben sogar tatsächlich, ne? Das soll das dann auch schon wieder gewesen sein, Leute. Ich hoffe, ich habe euch am Anfang der Folge nicht zu viel versprochen und ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Es sind zwar alle Leute draufgegangen, aber trotzdem hat es mega Laune gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, dann habt ihr hoffentlich schon ein Like und einen Kommentar dagelassen. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.